Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 und wir sind mal wieder auf der Zielonka Map und ihr seht es schon mit den Gerätschaften hier am John Deere, der Grimme Ernter bzw. Schwarteinsammler ist unterwegs. Wir sind in der Kartoffelernte, denn wir sind jetzt im August und sind mittendrin in der ersten Ernte und jetzt wird es langsam ernst bei uns. Und ich habe jetzt hier das erste Mal abgetankt und den Kollegen hier, den schicke ich jetzt auch mal wieder los, weil das ist der Fendt, der ist unterwegs und wird jetzt hier die Kartoffeln aus dem Boden holen und hinten dran eine Schwart ablegen. Und den habe ich hier mit der Schwartablage linksseitig mir erstmal angeschafft. Und ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen. Ja, es gibt hier kleinere Probleme bei der Ernte. Ja, also er hat auch so ein bisschen seine Schwierigkeiten mit dem Erfassen der Bahn. Er schwänzelt auch ein bisschen, fährt so ein bisschen im Zickzack. Und das müssen wir mal schauen, ob wir das oder beobachten, ob wir das so beibehalten wollen. Ne? Denn ihr erinnert euch, wir spielen oder wir ernten jetzt hier mit dem Grimme-Pack und da ist ja die Ernte ein kleines bisschen anders. Man sieht es hier, die Maschine holt die Kartoffeln mit dem Kraut sozusagen aus der Erde und legt eine Schwart ab. Und dann haben wir das zweite Fahrzeug und das sammelt die Schwart dann wieder ein und kann dann im Bunker, wenn der Bunker voll ist, dann eben entsprechend abgeladen werden. So die Konstellation. Aber wo ist jetzt das Problem? Also ein bisschen das Problem, ihr seht es hier auf der Seite, ist, dass eben nicht alles abgefahren wird. Und das sollten wir jetzt erstmal ein bisschen nachholen. Wobei, es ist natürlich klar, wenn ich jetzt hier drüber fahre, ist die Frucht kaputt. Jo, ei, okay. So, das ist nämlich so ein bisschen jetzt hier das Problem. Wir müssen das jetzt erstmal hier von Hand noch ein bisschen nachfahren, wobei ich weiß jetzt gar nicht genau wie. Naja, das ist ja eigentlich das Problem, dass wenn ich jetzt hier rüberfahre, selbst ohne Helfer, dann macht er mir die Frucht kaputt. Ja, weil ich glaube, so kann ich zwar drüber. Aber da muss ich echt aufpassen, dass ich mittendrin bleibe. Okay. Mit einer Reihe geht das. So, die Schwart, die er aber auch ablegt, die ist nicht so richtig übereinander. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ne? Also jetzt hier auch. Die legt er dann nebendran. Okay. Und dann hier nochmal ablegen. Zack, zack, zack. So, Rudele. Okay, das ist weg. Dann fahren wir zum nächsten. Oh, wie gesagt, wir müssen hier ein bisschen nacharbeiten. Das ist ein bisschen schlecht. Ja. Naja, ich weiß nicht. So, dann schicken wir den einfach da drüben nochmal los. Am Ende sozusagen des erntebereiten Feldes. Okay, so vielleicht. So. Mit dem Helfer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das hier noch mit aufnimmt. Okay. Lassen wir es mal soweit gut sein. Wir fahren jetzt erstmal hier mit dem Kollegen weiter und da zeige ich euch, was wir jetzt als nächstes für ein kleines Problem haben. So, denn in Anführungszeichen das Problem ist, dass wir hier nicht mit dem Helfer arbeiten können. Also wohlgemerkt, wir sind hier auf der PlayStation und ich kann jetzt natürlich auf Helfer einschalten gehen, geht nicht. Das heißt, die Schwart muss ich selbst einsammeln und natürlich anschließend dann auch abfahren bzw. abtanken. Und hier passen ja nur knapp, glaube ich, 6.500 Liter rein. Also ich habe noch nicht mal eine Bahn gefahren und schon war das Ding hier voll. Und wir müssen jetzt mal schauen,
wie er hier zurechtkommt mit den restlichen Schwaden. Ja. Und natürlich wird die Kartoffeln, die noch nicht hier abgeerntet sind, da habe ich dann die Fruchtzerstörung. Ärgerlich, ein bisschen ärgerlich. So, der Bunker wird jetzt auch gleich voll sein. Wir müssen mal gucken, wie breit er überhaupt die Schwad dann aufnimmt. Ich hoffe, das ist einigermaßen breit. 93, okay. Dann können wir den jetzt schon wieder abtanken. Ja, das wird dann ein bisschen Arbeit geben, bis wir hier das Kartoffelfeld abgeerntet haben. Also so viel sei schon mal verraten. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich dann mit diesem System hier so weiterarbeiten oder dann halt doch klassisch. Und wer die Galgenwerke im letzten Stream verfolgt hat, da haben wir ja auch Kartoffeln geerntet. Und da haben wir praktisch mit den klassischen Grimme-Geräten gearbeitet, mit dem Krautschlägel. Erst das Kraut entfernt und dann halt eben mit dem Ernter die Kartoffeln aus dem Boden geholt. So, und dann in den Bunker. Das ging doch dann wieder relativ zügig. Und da kann ich halt eben auch die Helfer dann schicken und kann mich dann wirklich aufs Abfahren konzentrieren. So, jetzt nimmt er hier nicht die gesamte Schwad auf. So, nimmt er sie jetzt auf. Jetzt nimmt er beide auf. Okay. So, 6,12. Das heißt, eigentlich müsste auch der Abfahrer schon voll sein. So, dann müssen wir mal schauen, weil hier ganz drüben liegt ja auch noch eine Schwad. Das war beim Start. Hier. Nehmen wir die mal auf und dann werden wir das noch den Rest überladen. Ja, ist halt schade, wie gesagt, dass wir hier nicht mit Helfer arbeiten können, aber wie soll er auch die Bahnen finden? Also das ist natürlich, wie gesagt, auf der ohne Cosplay, ohne Auto-Drive, alles ein bisschen schwierig. Und da wir jetzt dann hier praktisch zweimal ohne Helfer nur arbeiten können, ist es natürlich dann auch deutlich aufwendiger. So, aber was machen wir mit den Kartoffeln? Weil das ist jetzt das nächste Problem. Wir werden die Kartoffeln zu unserer Suppenfabrik bringen. Das werden wir jetzt gleich tun. Während der andere hier ist, glaube ich, fertig. So. Ja, und das war's auch schon. Dann werden wir jetzt mal hier rumspringen. Und dann bringen wir nämlich die Kartoffeln zu unserer Kartoffelfabrik, denn ansonsten müssten wir sie direkt verkaufen. Und wir sind jetzt im August. Und im August gibt es nicht allzu viel, glaube ich, für die Kartoffeln. So, 249, 388, das wäre natürlich auch eine Option, aber wir wollen mal schauen, wenn wir natürlich in die Produktion gehen, Quatsch, wir müssen natürlich hier erstmal schauen, was uns überhaupt die Kartoffelsuppe bringt und wir wollen ja in die Produktionen gehen. So, hier haben wir Kartoffelchips, das ist die Geschichte, die auch eine Option ist, aber hier haben wir die Kartoffelsuppe und wenn wir eben die Suppenfabrik kaufen, können wir eben auch noch diese Suppen alle hier machen. So, 2206. Ja, okay. Im Juni, Juli. Okay, und da sind die Preise auch relativ stabil. 2134,22. Okay, das hält sich relativ in der Waage. Aber wir können mit 2,1 rechnen. Okay, das bringt natürlich deutlich mehr als diese 300 für die Kartoffel. Dann lasst uns mal zur Kartoffelfabrik fahren. Und dann bringen wir hier einfach mal die Produktion in Gang. Aber ihr seht es rechts oben, mit den 18.000 werden wir nicht weit kommen. Also ich habe hier ein bisschen Geld ausgegeben in der Zwischenzeit und wir werden jetzt einen Kredit aufnehmen müssen, um die Kartoffelfabrik, Quatsch, die Suppenfabrik zu kaufen, weil die kostet uns, glaube ich, um die 130, 140, irgendwas um den Dreh rum. So. Die ist ein Stück weit weg, also da müssen wir auch ganz schön fahren. Und dann bin ich mal gespannt, was dann da der Ertrag ist. Also wie viele Kartoffeln dann eine Suppe machen. Und was das Thema Abfahren angeht, da werde ich euch dann auch gleich was zeigen. Da habe ich dann auch ein bisschen was ausprobiert. Wie wir dann zukünftig, denn ich bin auch schon in die Ernte gegangen bei unseren neuen Früchten. Ich weiß nur nicht, waren es jetzt, ich glaube Pastinaken waren es. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und da habe ich auch schon die ersten weggebracht in die Fabrik, in die Dosenfabrik. Und da werden wir, oder da ist es jetzt auch wieder losgegangen mit der Produktion, sodass wir also dann auch wieder
ordentlich hoffentlich demnächst Geld verdienen können. Ja, also wie gesagt, ich hatte ja angekündigt, dass wir das hier auf der Map probieren, mal mit diesem Grimme-Pack. Im Moment kann mich das Ganze noch nicht so richtig überzeugen. Ich glaube, wir werden da eher dann doch wieder auf die herkömmliche Art gehen und somit die Geräte hier verkaufen. Jetzt muss ich mal schauen, wie kommen wir denn jetzt am geschicktesten zu der Fabrik. Wir sind jetzt hier, ich glaube, wenn wir hier langfahren und das müsste sie, nee, das hier müsste die Fabrik sein, das ist die Suppenfabrik, okay. Huch, ja, da kam nichts zum Glück. Dann fahren wir mal hier lang. So, dann müssen wir vorsichtig sein, nicht, dass wir aus Versehen hier im Shop verkaufen, aber das wird nicht passieren, solange wir ja das hier bei uns im Anhänger haben. Ja, weil hier vorne ist nämlich, weiß ich gar nicht, was ist denn das? Der Bauernhandel oder irgend sowas. Und wenn wir hier mit Paletten aus Versehen zu dicht vorbeifahren, so, da drüben sehen wir es schon, oder? Das müsste sie sein, da können wir hier gleich rechts fahren. Ein bisschen abkürzen. So. Achso, ja, so sieht man ganz schlecht. Rechts ist frei, links ist frei. Habe ich aus Versehen den Verkehr ausgeschaltet? Ist so ruhig hier. Muss ich nochmal checken. So, also wir müssen aufpassen. Erst die Fabrik kaufen und dann logischerweise erst einkippen. 135, okay, das hilft nichts. Dann müssen wir jetzt einen Kredit aufnehmen. Aber wir haben ja zum Glück Luft. 135. Ja, sind wir nicht gleich geizig, nehmen wir gleich 150. Dann haben wir noch ein bisschen was übrig. Okay, also Suppenfabrik gekauft. Sehr schön. Dann werfen wir hier mal die Güter ein. Die Zup, Zup, Zup. Und dann legen wir los mit der Produktion. Da schauen wir mal hier rein. Zack, und hier Suppenfabrik. Okay, das schalten wir mal alles aus. Die Kartoffelsuppe lassen wir laufen. 300 Kartoffeln machen eine, machen 100 Suppe. Für 300 Kartoffeln würden wir 1000 bekommen. Wir schauen noch mal ganz kurz hier. Wir bekommen also für eine Kartoffelsuppe in Anführungszeichen oder 1000 Stück, so ist ja dann eigentlich richtig, 2200. Und für die Kartoffeln, bin ich schon vorbei? Für die Kartoffeln 388, also sagen wir großzügig 400 wären 1200, heißt also fast das Doppelte. Fast das Doppelte, korrigiert mich, wenn ich falsch gerechnet habe. Aber wie gesagt, 300 oder das Dreifache würde hier eben bringen knapp 1200. Und unten die Suppe bringt uns 2,2, also 1000 im Prinzip mehr. Ja, 1000 mehr. Also prinzipiell lohnt sich das Ganze. Wir schauen nochmal, Produktion, läuft die bereits an? Oh, und wir haben schon die ersten 10 Stück. Sehr schön. Und wir lassen auf behalten, weil wir werden die abholen. Gut, Zyklen 144, 120, ja, der soll mal schön vor sich hinarbeiten. Das Ganze gilt auch für die anderen. 300 machen 100. Ja klar, logisch. Und da jeweils 100 machen auch 100. Alles klar. Gut, wir können also alles hier anliefern. Dann fahren wir mal erstmal wieder zurück. So, und dann haben wir wie gesagt einiges jetzt zu ernten hier im August. Jetzt geht also für uns die Erntezeit los, auch mit den neuen Feldfrüchten. Das erste Feld ist abgeerntet, aber wir haben jetzt noch ein weiteres Feld und auch Karotten jede Menge, die wir jetzt erstmal ernten. Und dann werden wir das alles hier auf die Fabriken verteilen, auf die Produktionen, sodass wir da jetzt richtig Action haben. Und ich habe mir in der Zwischenzeit, und das zeige ich euch dann, huch, wo kommt jetzt der her? Also habe ich doch Verkehr noch an. Okay, okay, gut zu wissen. Ein so IT-Runner-System gekauft, aber nicht mit einem LKW, sondern mit einem Anhänger. Und da kann man dann wunderbar die Paletten, die Karotten- und Pastinakenpaletten wunderbar drauf stapeln.
Und das können wir dann immer schön am Feldrand abstellen. Und mit diesem Fahrzeug und hier dem Frontanbau können wir dann eben die Paletten dann entsprechend stapeln. Das tut sich eigentlich relativ gut. Finde ich, macht auch richtig Spaß. Also muss ich ehrlich sagen, ich finde es nice, wirklich. Kann ich gut mit leben mit dem System. Natürlich logisch, wenn wir dann mal wirklich in die großen Feldbearbeitungen gehen und große Strecken abfahren, dann wird auch irgendwann mal das Selbstfahrer interessant sein. Aber im Moment muss ich wirklich sagen, was Kartoffeln und Zuckerrüben angeht, also zumindest jetzt erstmal die Kartoffeln, da tendiere ich aber ganz, ganz stark in Richtung Selbstfahrer. Ja, weil da natürlich die großen Maschinen, Ropa oder Grimme, da, das wäre schon nicht verkehrt. Aber die werden uns natürlich auch richtig Geld kosten. So, hier, da die Felder, die Karottenfelder, die sind soweit. Da werden wir dann ernten noch. Und jetzt haben wir also zwei Produktionen am Start. Das heißt, da werden wir dann in den Wintermonaten oder zwischendurch jede Menge stapeln müssen mit unseren Gabelstaplern. Einen haben wir ja schon abgestellt bei uns an der Konservenfabrik. Und jetzt werden wir eben noch einen brauchen an der... Obwohl wir da natürlich auch eine Option hätten auf einen Autoload. So, hier steht unser Erntegerät schon mal parat, zwischengeparkt für die Karotten. Sodele, unsere Schafe. Und da fahren wir jetzt mal ganz kurz hier knapp vorbei, damit ihr seht. So, warte, warte, stopp. Also, hier haben wir so ein Teil. Das können wir hier am Feldrand abstellen. Dann können wir hier die Paletten draufpacken. Und das sind jetzt, wie viel sind denn das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32.000. Und dazu gibt es dann diesen Anhänger, mit dem wir dann das Ganze dann eben transportieren. Und später mal, wenn wir dann ein bisschen mehr Geld haben, können wir natürlich auch mit dem IT-Runner LKW fahren. Aber der kostet, glaube ich, sowas um die 80.000, 88. Ja, müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir erstmal das große Thema hier mit den Kartoffeln. So, und da bin ich jetzt gerade überlegen, lassen wir den Anhänger hier stehen oder, weil dann könnten wir mit dem ja drüben schon mal anfangen. Dann könnten wir drüben schon mal anfangen. Ja, jetzt müssen wir erst noch den hier abtanken. Mit dem Fendt könnten wir dann schon mal anfangen, die Karotten zu ernten. So. Und dann lassen wir einfach... ja, falsch. Ich wollte eigentlich in den hier. Zack. Sehr schön. Weil wie gesagt, hier auf dem Feld werden wir jetzt sehr viel manuell machen müssen. So, und die Kartoffeln sind ja noch nicht so weit. Und um ehrlich zu sein, also ja, ich denke, wir werden diese Gerätschaften wieder bei Gelegenheit verkaufen. Denn ich denke, wir werden den Rest des Feldes dann doch machen. Wieder mit den klassischen Geräten. Und da sind wir dann doch ein bisschen zügiger unterwegs, weil einfach das Erntegerät ich mit Helfer starten und fahren lassen kann. Und dann kann ich mich wirklich auf das Abfahren konzentrieren. Unabhängig mal davon, dass auch der Bunker deutlich größer ist. Ich glaube 12.000 Liter. Ja. So, das heißt, dann werden wir das Gerät hier einfach erstmal irgendwo hier hinwerfen. Und hier mal zwischenparken. Und dann schnappen wir uns hier den Ernter. Und fahren damit mal rüber zum Karottenfeld. So, weil die müssten ja auch erntereif sein. Ein Teil davon. Und den kann ich auf jeden Fall mit dem Helfer mal losschicken und halt, wenn die 8000 eingeladen sind, dann die Paletten einfach aufs Feld ablegen. So, hier können wir schon mal starten. Jetzt überlege ich nur. Ja, da müssen wir einmal so rumfahren.
Da können wir übers Feld fahren. Da ist, glaube ich, gepflügt. Und einmal ausklappen, bitte. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Das war, glaube ich, so. Nee, so. Nee, das waren die Blinker. So, oder? Genau, kaufen. Zack. So, da haben wir unsere 4 Paletten. Und dann kann es auch schon losgehen. Und da passiert jetzt auch, glaube ich, nichts, ne? Also das ist eben der Punkt. Da gibt es keine Fruchtzerstörung. Das macht es natürlich auch deutlich einfacher als mit den Kartoffeln. Okay, jetzt nochmal schauen. Ich glaube, ein bisschen Abstand können wir lassen. So. Und ab die Post. Dann soll er ja mal anfangen zu ernten. Genau, den können wir jetzt in Ruhe losschicken. Naja, aber das sieht man auch schon wieder. Der fängt auch so ein bisschen Schlangenlinien an. Also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das an der Map liegt oder an den Fahrzeugen. Ich weiß es nicht. Gut, den lassen wir laufen. So, dann fangen wir mal hier weiter an. Ups. Ach, die Schwarte haben wir noch gar nicht komplett aufgenommen, ne? Eieieiei. So. Ja, dann machen wir das anders. Dann machen wir das beim Runterfahren. Naja, also ihr seht, ich habe ja jede Menge zu tun. Weil das muss ich jetzt alles manuell machen. Und das war hier das, was noch an Kartoffeln steht. Das ist halt Kollateralschäden. So würde ich das mal formulieren wollen. Okay, Freunde. Ihr seht, es gibt wieder jede Menge zu tun. Wir sind voll in der Ernte hier auf der Zielonka. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann freue ich mich schon darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet hier bei mir im Landwirtschaftssimulator 22. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich werde jetzt hier fleißig arbeiten, damit wir auf jeden Fall ins Geld kommen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.